Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Dead Island Definitive Edition mit dem Marco. Yo, servus. Ich habe erst immer gesagt Definitive Edition. Das ist falsch, oder? Ja, ich schätze schon, ja. Wir haben uns hier letztes Mal auf den Weg gemacht, um Benzin zu besorgen, damit die Leichen verbrannt werden können. Und das müssen wir jetzt noch auffüllen. Und wir wissen alle, wie das hier enden wird. Tödlich! Nein, eigentlich nicht. Wird voll spaßig, Mann. Ja, das Ding wird explodieren. Kommst du? Kommst du? Dann füllen wir nochmal auf den Kram hier. Den Kram. Hab da nichts gesehen. Ich glaube nicht, dass man das da machen kann. Ist aber leer, ne? Warte mal, wir müssen da noch mit wem reden. Ach, mit dem Typen hier hinten. Reden wir mal mit dem. What, you wanna guess? Sorry, those ain't working. Die Pumpen laufen nicht, ja. I was out and the generator's in the warehouse next door. Wir müssen noch nebenan. Unfortunately, the front entrance is blocked. Der Vordereingang ist blockiert. Maybe there's another way in. They try the roof. That might work. Ach so, ja, übers Dach, genau. Ah, jetzt bist du da. Take some canisters with. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, kannst du schon mal da hinlegen, die Kanister. It's too friggin' dangerous out there. Genau das müssen wir machen. Hast gut gemacht. Was? Jetzt echt? Ich brauche nämlich diesen Ausweis. Was für ein Ausweis? Ach, hier kann man jetzt rein. Ach, der lässt uns da nicht rein, der Mongo. Oh, ich habe hier was. Hier, fang. Oh. Wie bist du da rein? Gerade durch die Seite. Aber kann es sein, dass ich hier irgendwie so... Ich glaube, das sollen wir noch gar nicht machen. Ich habe keine Ahnung, Alter. Egal, wir müssen... Das kommt später, das weiß ich jetzt schon. Oh Gott! Oh, was zur... Ich habe einen Spielfehler gehabt. Ich liege auf dem Dach. Komm mal schnell, ich liege auf dem Dach, ich bin am Boden. Wir haben nicht mal die Stufe 1. Geh mal schnell richtig... Ah, oh, jetzt bin ich tot. Tot? Ja. What the fuck? Ich lag gerade auf dem Dach, weil ich den Kanister aufgenommen habe und rausgeflogen bin. Ich auch! Nicht. Angeblich, du kleine Sau. Jetzt habe ich 180 verloren, Alter. Alter, was soll denn das? Was denn? Muss ich erst den Kanister wegwerfen, um das scheiß Loch aufzumachen hier? Natürlich. Was haben wir denn hier? Wie komme ich aufs Dach? Hintenrum bin ich, weil ich ja rausgeflogen bin, weil da hat sich das für mich erledigt. Ich schmeiß hier mal ein paar Kisten runter. Ich weiß nicht, ob die das bringen. Hier ist aber ein Loch im Dach. Ich kümmere mich mal drum, ja? Und dann füllst du auf, okay? Na. War klar, dass ich die Drecksarbeit machen muss. Hallo, hier gibt's Zombies drin. Also da hinten. Oh geil, hier gibt's Snacks. Next Shit oder was? Next Level. Jetzt mache ich die Tür auf. Dann kommen da noch mehr Zombies. Hallo, nein. Scheiße. Ich dreh dich nieder, du Sau. Komm. Jetzt kannst du mithelfen. Liegen bleiben, liegen bleiben. Oh, hallo, Digga. Warte, der Zombie muss hier wieder aufstehen. Oh, der haut einen aber weg. Oh, hi. Scheiße, das war nix. Bring den mal nach vorne. Oh Gott. Der haut einen aber weg. Das habe ich schon gesagt. Kannst du mal den rauslocken? Hallo, komm, Schnucki Putzi, Hasi Mausi. Okay, halt dich bereit. Jetzt gibt's Action. Geh raus da, raus da. Toll. Aber er brennt. Er brennt, wenigstens das. Ja, das hast du gemacht. Dann nehme ich mir mal das Rohr. Das Rär. Oh, ein Zombie. Großes Rohr. So, Marco hat sich gerade übergeben, glaube ich. Nee. Hallo. Oh, das sind ja Kisten oben. Ich werf dir mal ein paar runter. Du warst scheiße. Wir spulen übrigens 30 Sekunden zurück. Ich weiß nicht, ob es dir was bringt, aber ich bin jetzt du. Du laberst scheiße. Du laberst scheiße, weißt du was? Du hast doch für die Cola nicht 5 Dollar bezahlt. Das war 99 Cent. Nee. Sind die an der Tanke günstiger? Das ist komisch.
Hä? Laut Plakat 99 Cent. Ach du. Du bist nicht nur Plakat. An der Tanke. Du bist ein Plakat. Deine Großmutter ist ein Plakat. Hier gibt's Zombies und der Marco, der kümmert sich um Kisten auf dem Dach. Entschuldigung, ich bin gestorben. Ich bin vom Dach runtergesprungen. Ich hab ja nicht wissen können, dass es tödlich endet. Ach Gott, da kommen Zombies. Oh, das ist ja was ganz Neues. Ui. Ganz viele Zombies. Scheiße, 17 Stück. Meins wohl. 7 minus 10, also minus 3 Stück. Na. Stopp. Halt mal, aber die Kisten, die kann man doch einfach auf die Zombies werfen, oder? Kannst du auch, du musst mich mal decken. Oh, das zieht sogar ganz ordentlich. Oh, scheiße. Hallo. Nimm die Schaufel in den Mund. Ich fülle mal gerade auf, ja? Decken mich mal. Oh, ich gehe irgendwie weg hier. Ja. Also, Chris, hör mal, ich bin doch kein Hase. Ich kann dich doch jetzt nicht decken. Was soll das? Okay, wir bringen den Kanister zum Mike. Ich glaube, wir brauchen nur einen. Bis weit. Deck mich. Ich bin kein so Hase. Was laberst du da? Decken, das tun Hasen. Was tun die? Decken, rammeln, bumsen. Ne? Was tun die? Ich weiß nicht, wenn es die Mädchen von Hugh Hefner sind, da habe ich nichts dagegen. Nee, bei dir ist es Hugh Hefner. Ausgeschlossen. Der Mann ist schon gestorben. Marco, wir wissen doch mittlerweile, dass du auf Tote stehst. Okay, jetzt ist aber gut. Jetzt geht's soweit. Halt mal, ich kann nicht so schnell laufen mit der Kiste. Ja, ich schmeiß, ach Gott, ich schmeiß doch die Kiste weg, die brauchen wir nicht. Ja doch. Nein, das ist ein Scheißdreck, das brauchen wir nicht. Ich schmeiß den mit dem Kanister ab, wenn die kommen. Du hast ja nicht mal einen Kanister. Hey, ich hab den doch mitgenommen, sag mal. Aber komm. Du brauchst den. So, ich hab die abgeschmissen. Der Kanister ist zwar im Pool, aber ist egal. Lauf mal ein bisschen langsamer, ich will auch hinterher kommen. Ey, du kommst mit dem Messer an, du Scheiße, du. Feige Sau, mit Waffen auf Menschen gehen. Ja, guck mal, pass auf, es zieht richtig ordentlich ab. Erstmal daneben geworfen. So, der Kanister, der zieht ordentlich ab. Nach dem fünften Mal werfen explodiert er. Nee. Du explodierst gleich, wenn du so weiter redest. Ja, sehr gerne doch. Okay, gehen wir weiter. Ich wollte schon immer mal für Zündstoff sorgen. Ach Gott, ey. Die Witze werden immer besser. Das muss aufhören. Das geht so nicht, Marco. Das geht so nicht mehr. Alter. Nee, komm zu, du musst mich decken, hier sind Zombies. Zombies! Ja, lauf nicht so schnell, Mann. Hey, ich lauf ganz normal. Ja, aber ich lauf langsamer als du. Also nimm doch die scheiß Kiste nicht mit, jetzt tu die mal weg. Nein! Ach Junge! Die gibt echt Damage. Ja, das bringt aber nichts, wenn keine Zombies mehr da sind. Heiland, zack, das gibt's doch nicht. Ich schnaufe jetzt weiter. Tschüss! Tschüss! Schau mal, ob das. Zack! Es zieht 100 ab. Okay, ich bin gleich da. Im Gegensatz zu Marco. Ja, gut, ich komm. Ja, das wollte ich nicht wissen. Das war so klar, ich hab's mir nur gedacht. Oh, noch ein Zombie. Ey, du! Hallo! Kannst du mir helfen? Kannst du mal halten? Was oh, ist das denn? Da hat sich gerade umgehauen. Ja, wo bist du hingelaufen? Wo bist du hingeläuft? Oh, scheiße. Da unten. Folg mir. Put, put, put. Oh, okay, dann nicht. Das sind so ein paar Zombies, die dir in den Weg kommen, ne? Viel Spaß. Bei Zombies. Laufen doch normale Menschen rum. Aua. Dame hat mir gerade eine Ohrfeige gegeben. Der Zombie rennt mir gerade hinterher. Weil mir der Marco mir den Rücken nicht deckt, was er hätte tun sollen. Weil ich diesen Kanister hier schleppen muss. Ich bin gleich da, ne? Bei der Basis. Schön. Freu dich vor Locke. Ah, nee, da bin ich so schneller. Und kraul dir an deiner Glocke. What the fuck? Marco ist heute wieder ganz lustig, ja? Wir müssen hier gegen Zombies kämpfen. Ich bitte dich. Ja, ich danke dich. Dich? Open the door, please. Open ich bin hinter dir. Ist das unsere Basis? Natürlich. Hoi. Scheiße, wir sollen 7 Kanister hier hin tun. Verarsch mich doch nicht. Nein. Hurry it up.
These fuckers are starting. Get out, Mike. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the body. Du siehst gut trainiert aus. Guess we better do this. Schnell die Knochen einsammeln. Scheiße, ich bin ins Feuer gerannt. Ich heiße Marco. Das ist echt nicht lustig, das ist echt die Wahrheit. Ah, schön. Okay, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Dann sind die Leichen hier schon mal weg. Das sieht schon mal deutlich besser aus. So, ohne Leichen. Reden wir mal mit dem hier. Mit Hank. Neue Zündkerzen. Shame though. It's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this. Ach, dich interessiert das gar nicht, was er zu sagen hat. Aha. Nö, überhaupt nicht. Haha, ja, liebe Zuschauer. Haha, das hat sich doch erledigt. Jetzt starten. Okay. Ein von zwei Spieler. Muss ich da immer hin, dass das dann zwei von zwei sind, oder wie? Ja, ja. Ah, ja. So, wir sollen Ersatzteile finden und da haben wir schon mal Ersatzteile zum Geben. Okay, wir haben dem jetzt die Ersatzteile gegeben und jetzt müssen wir eine Stunde warten. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich guck mal, ob ich die Schaufel hier aufrüsten kann, weil ich liebe diese Schaufeln. Nämlich echt gut. Aha. Schaufeln mir jetzt auch was. Modifizieren. Marco, unprofessionell, ich bitte dich. Irgendwie kann ich die Schaufel nicht bearbeiten. Egal. Wir haben noch ein paar andere, mit denen wir hier Aufgaben erfüllen können. Ach, der ja, reicht das auch, wenn wir jetzt aus dem Spiel rausgehen würden und in einer Stunde wieder rein? Oder müssen wir die Stunde das ist, nein, in-game das ist, verbringen? In-game ist das, also aber keine echte, glaube ich. Kommst du her? Wir reden hier. Ja, eine Stunde ist eine Minute, oder was? Nee. Oh. Irgendwie. Ein paar Missionen oder so. Kommst du her? Okay, liegt ein bisschen unbequem da. Da sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, Marcus ist aber gut. Komm, wir reden mit Jack. Das ist echt so. Ein tolles Gesicht. The door to the infirmary is locked from the other side and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Ja, mach mal, komm. How can I say no? I appreciate it. Go on then. Also, wir sollen hier rein. Oh Gott, hilf mir. Warte ich mal auf. Lass mich mal. Ich will mal was ausprobieren. Jemand schritt nach vorne. Ich komme hier nicht durch. Wo willst du denn hin? Hier hin. Warte. Hä? Ich hab das doch gerade. Toll. Denn da sind Zombies. Ja, ja. Ja, jetzt ist auch egal. Komm, auf hier. Ich mach dich fertig. Toll, ihr habt meine Schaufel kaputt gemacht, ihr Kack. So. Toll. Jetzt bist du gerade hier und sind schon alle tot, Marco. Das ist typisch. Ja. Aber für den Loot ist das gut genug, ne? Ja, es reimt sich so. Okay, wir sollen mit dem reden, glaube ich. Du bist ein Naturtalent. Okay. Der hat was für uns. Cash. Okay. Und hier sind auch noch ein paar, mit denen wir reden müssen. Wir sind alles voller Aufgaben. Der hat sogar noch eine für uns. Müssen wir das Holz da zerschlagen? Geht das? Warte. Nein. I need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. Pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Okay, aber das ist schon mal 3 Sterne schwer. Okay. Without your help, we'd all be 6 feet under by now. Bloody walking corpses. Okay. Okay. Motorteile genommen. Das ist mit Rache. Motorteile genommen. Ich würde sagen, wir nehmen aber noch ein paar andere Aufgaben an, komm. Keine Ahnung. Oben ist noch eine, da sind noch mal. Ich rede jetzt einfach mal mit denen, ja? Mach das. Hab ich schon. Ha! Ja, komm. Hey, warum haben die da 3 Sterne? Wahrscheinlich normal. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District Bungalows. Aha, da haben wir direkt noch was von da oben. So, dann haben wir sogar hier noch Loot. An den nicht angeschlossenen PCs und hier reden wir mit der. I ran out in such a rush, I left my necklace behind at the hotel. It's in Bungalow 6 in the silver section.
My husband gave it to me. It means a lot to me. I'm offering a reward. Can you help me? Oh, ja. 2 Sterne. Yeah. Also, 2 Totenköpfe. Please be careful. Also leichter als die anderen. Die will nix. Okay, wir können los. Beziehungsweise oben ist noch einer, mit dem wir quatschen müssen. Man kann jetzt auch eh wieder in den Einstellungen rum, so wie ich ihn kenne. Ne, Marco. Marco. Marco ist zurück. Was hast du gerade gemacht? Nichts. Ich habe wirklich nichts gemacht. Das war der Fehler. Du warst der Fehler. Ich bin der Fehler, mein Freund. Schön, dass du es einsiehst. Einsicht ist der erste Weg zur Verschlechterung. Hier ist er. Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. Servus, Domi. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna Domina. At the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you, think you can get it for us? Können wir das? Ja. How can I say no? All right, excellent. You bring it back as soon as you can. Ich guck mal gerade, ob ich vielleicht doch mal was hier aufrüste. Überleben zum Beispiel. Du hast gesagt, du wirst dich aufrüsten. Doch, ich mach's jetzt. Ich habe ja schon wieder 4 Punkte. Mhm. Ich sehe schon, zum Schluss haben wir das Spiel durchgespielt und wir haben keine Spezialfähigkeit ausgelevelt. Ich mach das jetzt. Stumpfe Waffen, ja. Machen wir. Oh. Hallo, habe ich das jetzt ausgewählt oder nicht? Steht 1 von 2 Spielen. So, Unhaltbarkeit. Was? Oh, Unhaltbarkeit? Ausdauerkosten. Ne, das mache ich jetzt noch nicht. Jetzt mache ich das. Ach, ich habe keine mehr. Okay. Dann können wir los. Sicher? Ja. Wir haben alles. Ah ja. Dann warst du derjenige, wo noch gefehlt hat. Für was? Für die Mission? Jetzt geht's. Also, was haben wir denn hier auf der Karte? Quests. Machen wir doch erstmal die, zu viel Zucker. Okay, wollen wir? Boom. Ja, ich will. Boah, Mann, das war jetzt gerade voll laut. Es ist. What? Es ist halt immer noch so bei dir. Mit deinem Mikrofon. Aber warum teilweise? Weiß nicht. Ich brauche auf jeden Fall mal eine Waffe. Ist das Gewitter? Nee. Doch. Donner. Ich bin mal gespannt. Sieht nicht so aus. Es hat sich aber so angehört. Ach, gib's zu, lass einen fahren lassen. Das wäre lauter gewesen. Angeblich. Der hat eine Waffe für mich. Der hat eine Waffe für mich. Jetzt habe ich wieder eine Waffe. Gut. Das hat sich gerade angehört wie eine Elch. Ach, den lasse ich mal da unten. Dann bin ich meine Waffe ganz schnell wieder los. Bist du dir da sicher? Ja. Echt nicht. Okay, hier kommen Zombies. Irgendwo. Hinten. Ja, okay, die sind hier drin. Runter. Nee, das mach ich jetzt nicht. Okay, muss ich nicht reinklettern. Warte einfach mal auf dich. Ja, ich bring ein bisschen Gesellschaft mit. Ich merk's schon. Der lebt ja noch. Und stumpfe Waffen. Wuhu. Das war's. Oh, hinter dir. Ich hab's irgendwie gemerkt. War's das? Nee. Und noch nicht. Jetzt war's das. Doch nicht. Mann, jetzt aber. Jetzt ist gut. Ja, lass mal den Profi. Ach, wir müssen hier vorbei. Genau, lass mal den Profi ran. Deswegen hast du ja zu mir gebracht, alle. Keine Ausrede verlegen, Alter.
Ah, komm schon. Rauf hier. Oh, Stock abgenutzt. Da ist noch ein Zombie. Ich mach dich fertig. Das ist echt verdammt schwer. Was denn? Die Türe. Was für eine Türe? Wir müssen hier unten hin, ne? Oh, geil. Aufzubrechen. Eine Brechstange. Ach, der hält sich da gar nicht fest. Das war zu viel Dying Light. Oh, Alkohol. Wo bist du denn da rein? An der Seite? Oh ja. Hier. Plündern, 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 man. Du solltest die Tür nochmal hier an der Türe. Ja, da ist aber ein Zombie hinter. Der wird dich gleich erschrecken, aber richtig hart. Ey, warte mal, das kenne ich noch, die Bude. Boah, die kenne ich noch. Das ist lang her. Hallo, servus. Jetzt ist lang her, die Bude. Boah, doch nicht so aggressiv, Mann. Die wollen nur spielen, die haben dich einfach zum Fressen gern. Guck mal, da spritzt was. Da spritzt er was aus dem Arm raus. Marco. Ich mach mal die Tür und lass dich mit dem Zombie alleine. Ja, mach das. Solange aus seiner Wurst nichts rausgeschossen kommt, habe ich keine Angst. Na, darum geht's ja. Ah, weißt du, was heute geil war? Ich habe eine Pizza gegessen und ein Dürüm. Voll geil. Aha. Oh, hier ist ein Überlebender. Wo ist denn hier? Machst die Tür hinter dir zu, bitte. Du, hier gibt's keine Türe. Oh, die Haustür, Marco. Die Haustür. Mach doch einmal die Haustür zu. Das geht nicht. Ich bin ja nicht zu Hause. Das darf komm, ich nicht. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Ich rede jetzt mit dir. Mach das. Okay, ich hallo. Ich höre mit. Ich höre nichts. He must have sent you, right? Thank you. I'll just wait until this kicks in. Da draußen ist ein Zombie dann. Ja, ja, warte. Ach, ist hier das Insulin, oder? Oh, okay. Nein, das ist der eine von eben. Der Bruder von ihm. $175 genommen. Alles klar. Ja. Okay, müssen wir weiter. Warte, ich mach mal gerade eine andere Quest aktiv, dass wir direkt weiterlaufen können. Alter, da gibt's Laptop-Batterie, 200. Das ist ja richtig geil. Hä? Da war Quest? Eine Laptop-Batterie drin. Spieler beschädigt, steht da dran. Was können wir verfolgen? 53 Meter, können wir direkt hier oben bleiben. Gut. Hast du gehört? Ja, du bist beschädigt. Aber ganz, nein, ganz stand gewaltig. Bei dir dran. Bin ich beschädigt. Bin knackfrisch. Du bist knackfrisch. Sagte der Rentner und brach sich sein Bein. Knack. Da ist die Betonung. Hey, hör auf. Zombie. Bin nett gewesen, aber jetzt kriegst du auf die Fresse. Auf die Fresse. So, weg damit. Geh mal ins nächste Haus, wo die nächste Quest ist. Im Haus drin. Da komme ich nicht rein. Und hier sind ein paar Zombies. Ah, das war kein Fass. Kein Propantank. Was für ein Propantank? Zum Explodieren. Nee, das will ich nicht. Was? Zum Explodieren zum Masturbieren. Ach, Marco, was ist denn los mit dir? Öffne mal die Tür, aber welche muss ich öffnen? Weißt du, ich muss das ausnützen, dass hier keine kleinen Kinder sind. Kommst du mal her? Gleich. Das hier, meine ich, werde ich tun. Oh Gott, ich hab's voll vergessen, das ist ja hier... Ah, okay, das war der kleine Nachteil. Ach komm, ich lass das hier. Oh, so. Hier ist die nächste Quest, ne? Ich kann die schon mal starten, aber dann hast du halt nichts davon. Ich komm. Ich erscheine, wie Trump immer sagt. Ja. Wo zum Geseier
ist Chris der verschissene Geier. Hier, arr, arr. Was? Ja, das meine ich, das werde ich übernehmen. Hehehe, ja eben, du fährst. Aber halt. Nee, wir müssen da rein. Ich habe nur das Auto gegen die Wand gesetzt. Oh, gegen was für eine Wand? Gegen die da, gegen die Baumwand. Jessica. He's bleeding. Can you help us? Ja. Name's Roger, brothers. And this is my wife, Jess. We were driving like a bat out of hell when I saw that broke down car. Part of me said, forget about it. But I couldn't. I couldn't do that and live with myself. So we stopped to see if we could help. The driver must have been in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. I had to kill him. But this was self-defense. I was trying to kill myself. Scheiße, wir müssen dich töten. Scheiße, der hat Pisse. Was? I think I got whatever he had. Rabies, I don't know, fuck. Who the hell knows? But can you get Jess out of here? If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. Ja, machen wir. Scheiße, dann müssen wir das Auto mitnehmen. Verdammt. Es ist nicht wieder Zeit, dann gleich. Dann musst du leider zu Fuß laufen. So. Diese Quest wird nicht gespeichert. BTF? Ja. Hier, holen wir mal den ganzen Kram mit. What the fuck? Nein! Ich hab irgendwas genommen, was war denn das? Baseballschläger. Was ist denn das hier für ein Kreis? Lichtring. Ja. Das sind die Aliens. Nee, wir geil. Müssen. Wir müssen. Wir müssen nach Füssen. Da war ich schon. Hier drin rein. Oh, Scheibe ist kaputt gegangen. In die Kreise, ne? Achtung, da kommen Zombies. Ich muss sie abholen. Kreis. Ich muss sie abholen. Glaube ich. So, ich laufe in die falsche Richtung. Ja. Komm, steig ein. Da steigt sie ein. Ich weiß nicht, ob du hinten rein kannst. Oh, hallo, schnell beeil dich. Die Zombies kommen, ganz viele. Ich kann nicht springen. Ist hinter uns. Jetzt bin ich drin. Bleibst du auch drin? Ja, bis jetzt schon. Gut, wir sind auch nur 2 Meter gefahren. Jetzt nicht mehr. Da musst du leider laufen. Da musst du leider laufen. Ach, scheiße, Mann. Das war immer ein bisschen schwierig, sich umzusehen. Weil man nicht nach hinten sehen konnte. Bin wieder drin. Jetzt wieder nicht. Alter, warum können das die Spiele nicht? Das Spiel ist von 2011, vergiss das nicht. Das waren andere Zeiten, mein Freund. Ja, wenn sie es... Ich hol dich gleich ab, ja? Deck dich, ich hol dich gleich ab. Yeah, Mann. Oh, das war ja doch recht schnell. Hier, das war ein Geheimgang, das wusste ich noch. Oh Gott. Wie, bist du schon da, oder was? Nee. Ach Gott, warte, das ist... Das ist beim Leuchtturm oben. Hallo. Gab's hier eine Hupe? Nee. Mann, schade. Drück mal auf ihre Hupen. Oh, Marco, ey, du bist echt schlimm heute. Aber richtig schlimm. Ich weiß. Schön ist, wir haben heute schon Samstag. Das wird dann also gegen Forrest und The Division nicht besser. Das muss dann doch leider ausfallen. Oh Gott, ey, diese Lenkung ist teilweise ein bisschen schwierig. Auch nur teilweise. Ist ja alles zerfetzt hier, Junge. Hallo. So. Ach, das ist beim Leuchtturm oben. Hör dich ab. Jo, ist nett. Ich komme. Oder wobei, du kannst ja auch besser laufen. Hast nicht verdient, abgeholt zu werden. Ich komm erstmal zu dir. Hochklettern? Das ist ja eine Leiter, tatsächlich. Ich komm erstmal zu dir, ich hol dich ab. Sind wir hier in Hollywood? Ja. Sind wir hier in Handbremse Hills gibt's nicht. So. Bleib da unten, ich hol dich. Nee, ich bin oben. Ich hol dich. Hier, ich bin extra hier runtergefahren. Komm her. Spring rein, schnell. Die Zombies leben. Machen wir erstmal eine kleine Runde, das ist ein bisschen einfacher. Wobei, hier kann ich drehen. Nee, da steht doch Holiday, oder? Nicht Hollywood. Ja, ja, das ist hier, habe ich doch gesagt, das ist eine Urlaubsinsel. Und weiter geht's. Vollgas. Ja, ich meine, Malibu ist ja auch eine Urlaubsinsel, oder? Oh, da sind wir ein bisschen gerutscht. Yeah, Mann, Vollgas. So.
Unsere neue Base, oder? Ja. Nee, eine jetzt Zwischenbase. Echt? Nein, Zwischenbase. Ist ja egal. Wir müssen mit der reden, die ist mittlerweile hier. Thank you. Can you check on my husband? Oh, ja, jetzt. Was, ich soll ja ein Ass checken? Never ever, Alter. Das hat die gesagt. Jessica. Also hier gibt es ganz viele Sachen. Oh, was ist das denn? Ich habe ja aber gar keine Erinnerung mehr dran. James ist at the top of the lighthouse. Go see him. Was denn? Marco? Ich sperre mich aus. Mein Part ist gekommen. Ja, dein Part ist gekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für diese Aufnahmesession. Mein Name war Marcoxy. Und jetzt heißt du anders? Genau, habe ich das nur bei. Nee, das habe ich nur bei Magnus gesagt. Mein Name war Marcoxy. Hat ja gesagt, du bist immer noch Marcoxy. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und wann das nächste Mal sein wird, wissen wir nicht. Vielleicht am Sonntag, wenn es gut geht. Ja. Gucken wir einfach mal. Ja, das war's. Wir hoffen, dass es gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Und bis dann.